Jetzt hat er sie genommen. Ach, der Fehler liegt so hoffentlich im Detail. Da sind wir wieder mit dem zweiten Spiel des Abends. Explore Quest. Zwei. Zwei, ganz wichtig. Zwei. Wie Das man auf zwei. der Steam-Seite nachlesen kann, dass die Fortsetzung des wundervollen ersten Teils. Wir sind uns da noch nicht so ganz sicher. Ja, also die Betonung liegt auf wundervoll. Ja. Ich würde ja ein bisschen aufs Menü eingehen oder auch hier den Abspann vor Ende des Spiels zeigen, aber nein. Du kannst neu und fortsetzen. Ich meine, was willst du bei einem Spiel auch sonst? Ja, fortsetzen, hallo. Kann ich hier Und du nicht. Und ich kannst kann links alles hier. Soll ich einstellen. mal auf den Lautsprecher klicken? Ja. Ich mach das mal. Wahnsinn. Also da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, ja, was wollen wir groß drum rumlegen? Legen wir los, Vielleicht ne? zum Hintergrund des Spiels. Hau raus. Ja, die Mächte des Bösen haben sich auf dem Kontinent niedergelassen. Schon wieder. Nur wenige Städte konnten außer Kontrolle des dunklen Ritters bleiben. Ein Auserwählter wurde ausgesucht, um einen Weg zu finden, ihn zu besiegen. So ein Pech. Sie wurden nochmal dafür bestellt. Also. Du sollst verschiedene Gebiete zu Fuß, mit dem Schiff oder per Luft durchziehen. Festungstürme oder sonstige Türme und Höhlen gründlich angucken, die frei Gründlich. gebliebenen Städte entdecken, die nötigen Zutaten zum Zusammenbauen von Zaubertränken finden und Suchen erfüllen. Da hat es den Autor wahrscheinlich mit seinem Deutsch verlassen, er hat einfach direkt auf Französisch weitergemacht. Suffisant de recherche accompli. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber Rätsel lösen sollst du auch. Und wenn du Gold gewinnst und die gesammelte Erfahrung, dann ermöglicht dir das, deine Kampfkraft zu verbessern, Zauberkräfte zu entwickeln, um furchtbar verhexen zu können. Und immer wirksamere Waffen und Schutzkleidung zu kaufen, in Klammern auf Französisch, March, there's one Sieste next de la my job. protection de type vestimentaire. Ich denke, Ja, bitte. besser geht's nicht. Los geht's. Alles Klärchen. Okay, also, Chefchen hat gesprochen. Neues Spiel. Also, den Pluspunkt müssen wir geben. Die Menüführung ist deutsch. Ne? Auch wenn es Läuft. im ersten Moment ein bisschen billig aussieht, aber immerhin deutsche Texte. Die Mächte des Bösen habe sich auf dem Kontinent niedergelassen. Schon wieder. Das hatten wir eben schon. Ja, okay. Wo kommt das denn bloß her, Mensch? Ja, weiß ich auch nicht. Nee. Gucken wir Mit mal. französischen einen, ja. Ja, ich habe das jetzt einfach mal. Ja. Ich habe da einfach mal. So, also was sehen wir jetzt? Also, was wir ganz wichtig, was wir sehen, kein Tutorial. Clicky Heißt das Bunti. Spiel ist so einfach oder Ich war entweder Tutorial oder deutsche Übersetzung? ja, ich will die, genau, ich will jetzt die Spannung nicht vermiesen, aber wir werden es rausfinden. Ich klicke jetzt einfach mal ganz spielerisch dahin. Okay, Maussteuerung. Und ich werde von einem überfahrenen Frosch angegriffen, glaube ich. Oder es ist mein neuer bester Freund, das habe ich noch nicht ganz raus, aber das hier unten sieht eher nach Kampfmenü aus. Sieht tatsächlich überfahren aus. Ich vermute, das ist wahrscheinlich verteidigen, das ist. Nee, das ist verteidigen. Ich nehme mal das, was so mit Rot für Blut, also quasi Angriff. Es passiert Ja, nichts. sind das Optionen? Ich weiß es nicht. Was ist dann da unten? Das ist Ah. Schwert weg. Das ist ein Angriff wahrscheinlich. Deine Rüstung, Verteidigung Ah, ja, und deine Variante, Zauberei. ja, deine Variante macht mehr Sinn. Ich klicke jetzt nochmal auf diesen Frosch und greife ihn damit vermutlich an. Okay. Irgendwie musst du ja aber auch Zauberei machen können. Guck mal, hast du schon Yes! Top. Was? Hast du ihn schon platt? Hast du ihn schon platt? Ja, tut mir leid, ich bin einfach. Wow, ich bin total superior. Hardcore Gamer. Ich krieg Hatten 5 wir ja Gold vorhin schon. und 5 XP. Level up wahrscheinlich? Naja. 3D-XP bitte. Ja, okay. Und der Haken ist irgendwie falsch rum, oder? Nein, der ist super. Das ist, um uns Copyright nicht zu verletzen, haben die einfach. So, Verstehst du? logisch, logisch. Ich gehe wieder zurück in den Ort, denn das war mir viel zu heikel. Jetzt habe ich gespeichert. Was kann ich denn hier machen? Kann ich in den Ort gehen? Ich kann einkaufen, scheinbar. Mit meinen 55 Gold. Ach, guck an. Rüstung. Diverse. Irgendwelche Waffen. Ein Knüppel. Ein Stock. Brennholz. Tränke Genau, gibt's. keine Tooltips, oder? Nee, Nee. überhaupt nicht. Gar Man nicht. muss. Also, gut, Ich kaufe das jetzt. rechts oben könnte auch sonst was sein, ne? Ja.
Ich kaufe jetzt einfach mal einen Trank zur Pflege. Das hat bestimmt Sinn. Was ist das? Ach hier, das ist wahrscheinlich diese Magie. Aber das kostet viel zu viel. Davon halte ich mich erstmal fern. Leider hat das Spiel keine Hintergrundtöne. Ja, Punkt. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ich kann schlafen. Das tue ich jetzt auch. Gasthaus. Für 5 Tacken. Bitte. Direkt erstmal, du fängst das Spiel an und direkt erstmal schlafen legen. Ne? Selbstverständlich. Die besten Frostblatt Features hauen und werden direkt am knacken. Anfang getestet. Essen? Lebensmittel? Ja, unbedingt. Ganz viel. Keine Ahnung. Was ist das? Verfügbare Suchen. Ich nehme an, das sind Quests. Ah, ich habe den Quest-Button gefunden. Was haben wir denn da Feines? Wie, ich muss was bezahlen dafür, dass ich die Quest kriege? Was ist denn das für ein Beschiss? Egal. Tun wir es trotzdem. So. Was ist das? Es gibt nur noch einen letzten Button. Das ist hier dieser komische Kreis. Sieht aus wie ein Kondom. Nicht abgerolltes. Vielleicht, ja, in jeder guten Stadt gibt es auch einen. Also, ich weiß, vielleicht ist das ja auch. Ich klicke mal drauf. Ist ein Rollenspiel halt, ne? Kaufen Sie Teleporterzugang in dieser Stadt? Nein. Danke für das Angebot. Inventory. Oh mein Gott. Ich kann einen Trank tragen. Und ich habe irgendwas ist das? Also Trank erstellen. Okay, gut. Gut, also wieder zurück zum actiongepackten Gameplay. Diesmal, weil ich quasi gelernt habe aus meinen Fehlern, gehe ich nicht nach oben, denn da ist der böse überfahrene Frosch. Ich gehe nach rechts in den Wald. Und Hartnick schreibt, das erinnert mich an einen alten Basic-Versuche aus den 90ern. Das Gold wird die versprochene Belohnung sein, nicht die Bezahlung für die Quest. Ich sage, es ist die Bezahlung. Ab in den Wald mit dir. Ab in den Wald mit mir. Da ist eine Spinne. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt besser als der überfahrene Frosch. Diese Du Soundeffekte bist ein Mighty Warrior. gehen mir ein bisschen ans Ohr. Das ist keine Spinne, das ist ein Käferchen, oder? Ich weiß es nicht. Aber jetzt habe ich nur noch 10 von Erfahren wir es? 25 HP. Da muss ich mich leider heilen. Alter, es ist manchmal. Die Lautstärke springt hoch und runter. Das macht mich gerade fertig. Was ist denn das? Ach so, das ist einfach der Angriff. Okay. Alter, es ist manchmal halt einfach saulaut. So, jetzt wieder aufsetzen. Ja, oh, das. Scheiße. Ja, nee, wir setzen das natürlich fort. Also. Ach, okay, ich brauche. Lach nicht. Das ist ja schon quasi roguelike. Ja. Nee, man startet Nein, mit. du, das Spiel Genau. startet einfach ganz normal neu, oder? Ich glaube ja, also man startet in dem letzten Ort scheinbar oder in dem Ort, keine Ahnung. Erstmal Heiltränke gekauft. Ey, kann man auch mal ein Feld weitergehen, ohne dass man angegriffen wird? Geht das? Was ist, heißt, was ist hier eigentlich? Nee. Oh. Ich habe gerade das Murder-Feature gefunden. Hammer. Das lasse ich an, das ist gut. Also nochmal. Und ein Trank. Nee, einmal noch drauf. Und jetzt ein Trank. Nimm den Trank. Ich kann den Trank nicht nehmen, solange die Hilfetexte an sind. Das ist ja supi. Okay, also jetzt nochmal hier. Komm, Spinne. Alter. Verdammt. Zu hoch gepokert. Also ich glaube, wir umgehen den Wald erstmal. Der scheint wirklich absolut tödlich zu sein für meinen Level 1 Charakter. Da oben steht's. Man weiß auch nicht, wie viel Health Points das Viech noch hat. Ha? Überhaupt nicht. Man kann zoomen? Nee. Echt? Wozu? Nee, kann man nicht. Ich kann nicht. Was ist denn das? Also dann beendet das Spiel sich bestimmt. Ansicht verschieben. Tja. Also gehen wir mal hier hoch. Nee, muss ich jetzt wieder einkaufen? Habe ich meine Tränke noch? Natürlich. Ah, nein. Es ist, ich bin mit meinem Inventar von eben wieder zurückgescrollt. Also quasi, man lädt. Der letzte Stadtbesuch wird geladen. So wird ein Schuh draus. Genau. So, jetzt gehen wir hier hoch und machen einen tot plattgefahrenen Frosch platt. Nee, plattgefahrenen Salamander. Das ist natürlich viel besser. Alter, es ist einfach so laut zwischendurch. Stirb, Kartoffel! Jawohl. So, jetzt könnte ich eigentlich wieder zurückgehen und mich heilen. Was der ganze Sache ad absurdum führen würde. Ja, Sieg. trink den Trank. Headset weg und auf.
Jawohl! Jetzt geht's los. Oh, und die Quest. Du wirst es gleich selber sehen. Die Quest ist natürlich in einem Waldstück. Natürlich. Selbstverständlich. Da, wo eben das Vieh war, was mich jetzt zweimal gekillt hat, wahrscheinlich. Ich sehe. Oh, mein rechtes Bein ist eingeschlafen. Ich sollte nicht im Schneidersitz sitzen. Was mache ich denn jetzt? Soll ich noch ein bisschen aufleveln oder soll ich mich der Herausforderung stellen? Was meinst du als mein Co-Pilot? Ich frage, wie levelst du denn auf? Ja, Hast du durch. das Ich meine, ich frische, krieg. durch frische Killen bist du jetzt ja nicht der größte Spinnentöter überhaupt. Ja, aber bei South Park hat das auch funktioniert. Weißt du doch. Wie viele Millionen Schweine mussten sie killen, bis sie den Level hatten? Okay, nee, oh, gut, du hast ja. Aber ich habe deine Antwort rausgelesen. Wir tun das jetzt einfach. Komm her. Er Oh, bringt ja nichts, du bist du lieber ja. Gott. Ist die Frage, wo kriegen wir unsere nötigen XP her? Durch Oh, was ist das denn? Grinden. Ich weiß es nicht. Sieht aus wie ein Schuh mit Kopf. Mach doch mal hier die Erklärung an. Die Klär. Mache ich. Klicken Sie auf einen Feind, um ihn anzugreifen. Zaubereien, Tränke. Das ist genau das gleiche wie eben. Also da habe ich jetzt irgendwie nichts so. Ich kann ja mal auf die Schade. irgendwie anderen Buttons klicken, aber nee. Ui, der zieht gut. Noch Ohr. mehr als die Spinne. Ja, leicht. Geil, ich nehme einen Heiltrank und bin direkt wieder down quasi. Ui. Aber ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Bis zum Letzten. Ich bin tot. Nein, einmal noch. Mit Grinden. Also Geld haben wir keins mehr. Das heißt, Tränke kaufen ist eigentlich auch nicht mehr. Ein überfahrener Salamander. Dazu braucht man AAA-Spiele, wo man andauernd stirbt, wenn man Expert-Quest haben Ja, also will. Ne? ich sag's mal ganz hart, ne? Dark Souls ist ein Witz gegen das Spiel. Richtig. Also, da geht nichts drüber. Soll ich einfach mal pennen? Dann bin ich ja auch wieder bei voller Gesundheit, oder? Übrigens ein Review zu diesem Spiel. Ja, wie ist Der es? ist auf bestem Russisch. Ah. Google Translate bitte mal reinknallen, falls du es kopieren kannst. Aua. Ist es im. Nee, das ist was anderes. Da-da. Wie viel Gesundheit habe ich noch? 15. Okay. Na komm! Ey! Ich dachte. Das ist irgendwie ein bisschen generisch, habe ich so das Gefühl, was man so kassiert. Ja. Vielleicht hätte ich nicht all mein Geld für Heiltränke ausgeben sollen, sondern Immer für was hätte sonst? ja fürs Übernachten immer, dass man dadurch wieder neue HP kriegt oder so. Kann ich quer gehen? Nee, man kann nicht quer gehen. Ist doch auch Geld. Halt 5, ne? Ja, hat nichts gesagt. Er versucht nicht, immer nicht über Spiele zu lästern, aber es fällt ihm gar nicht leicht. Wir sind eigentlich auch sehr, sehr. Also, es gibt einen Linux-Port, deswegen sind wir eigentlich grundlegend positiv gestimmt. Aber. Ja, es ist. Also wenn man sich zum Beispiel halt die Grafik von Dominions anguckt, ist auch nicht wirklich. Ne? Also von dem 5er, das ist ja schon wieder deutlich besser, aber der 3er oder 4er Teil, da war die Grafik auch nicht wirklich super. Schon natürlich deutlich besser als das und vor allen Dingen war ja dann der Inhalt. Also die Viecher, die dann da rumschwirrten, hatten alle wirklich ausgiebige Beschreibungen und sowas und es muss ja auch eine gewisse Spielmechanik hier geben. Es kommt halt auch einfach auf jedem Feld einfach ein Gegner. Also es ist nicht so, dass man mal Final Fantasy mäßig ein bisschen laufen kann oder so, sondern jedes Feld scheint ein Kampf zu sein, außer du bist in der Stadt. Es ist auf jeden Fall Open World, sagt die Seite. Oh, Die. oh, das ändert alles. Also ich hatte ja keine Ahnung. Ja, man kann auch sagen, was ist heute nicht Open World, ne? Also nehme ich jetzt weniger. Oh! Dauert einen Moment. Also bist du ein Level aufgestiegen? Ja,
Kein Scheiß. Der Hammer. Das ist der Hammer. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt. Also, ich gehe erstmal in die Stadt speichern, das ist ganz wichtig. Man weiß auch nicht. Oh, hör auf. Ja, fahr fort. Man weiß auch nicht, wann man den nächsten Level erreichen wird, ne? Nee, also ich sehe jetzt, habe jetzt nirgends irgendwie ein Menü gefunden oder so. 45 Lebenspunkte. Du bist ein Gott quasi. Die werden gerade voll weggenutzt. Kommen sie schon zu zweit und werden trotzdem weggenutzt. So muss das sein. Speichern. Erstmal eine Runde pennen. Tudu. Ach, Kontostand haben wir wieder ganz ordentlich aufgebaut eigentlich mit 29. Soll ich mich nochmal an einem Quest versuchen? Haben wir den einen, der das schon erledigt? Da liegt doch noch einer rum, so eine. Ja, ja, die, da würde ich jetzt quasi mal hineiern. Ach, so eiere er. Die Spinne müssen wir natürlich auch noch platt machen, ne? Natürlich. Am 27. März kommt Neverwinter Night Enhanced Edition, nur mal so nebenbei. Oh! Spielst du sowas auch? Neverwinter Nights? Das hat mir meine ehemalige hat mir das irgendwann mal vom Kopf geschmissen, hat gesagt, das ist ganz toll. Es gibt ja jetzt eine Enhanced Edition von, die dann am 27. März erscheinen wird. Stirb endlich, Kartoffel! So, letzter Heiltrank. Ich versteh's nicht. Was macht denn das für einen Sinn, wenn man ein Level aufsteigt, dass dann auch mehr Gegner kommen, Mann? Was ist das für eine Scheiße? Oh Mensch. Der hat nichts, freut sich auf den Release von Neverwinter Nights Enhanced Edition, sagt er. Oh. Wenn ich ihn richtig verstehe. Oder er freut sich auf den Release von ExploQuest 2. Das ist ja schon draußen. Ach so. Nee, ich glaube, er meint auch das Dings. Nee, Enhanced Edition. Ich glaube, das wäre auch so eine Sache, der ich mich mal anvertrauen könnte. Direkt meine News raushauen hier. Ich Zack. Bitte darum. Alter, stirb doch endlich, Kartoffel! Jawoll! Das ist so unglaublich laut. Ich weiß gar nicht, ob das im Stream ankommt. Es donnert mir einfach so auf die Ohren. Und Hartnix meinte natürlich Neverwinter Nights, sondern nicht ExploQuest. Obwohl er ExploQuest bestimmt. Der Hartnix. Der ist doch immer nachts so lang unterwegs. Bis mitten in the middle of the night. Der könnte doch eigentlich auch mal irgendwie 5 Stunden am Stück ExploQuest spielen. Lieb anfragt, bei dem Entwickler gibt es bestimmt eine Pressrelease. Mal gucken. So, erstmal pennen. Neue Tränke holen. Plus 10. Menge 10. Kosten 100, klar. Das Neverwinter Nights haben wir damals als Linux-Version schon auf dem Linux-Tag 2004 gezeigt. Es ist halt auch ein richtig gutes Spiel. Und es ist auch nicht. Die Spiellautstärke schwankt auch im Stream. Danke. Das war alles, was ich wusste. Ich habe das Gefühl, wenn die einen kritischen Treffer landen, dann ist das einfach mal so. If critical hit, then doppelt so laut, Ausrufezeichen. Das soll ja. Dich halt wegfetzen. Ja, das soll dich ins Spielgeschehen einzementieren. Ich kann das schon verstehen. Die Ambition ist mir durchaus. Immersion nennt man das. Jawoll. So, 25 AP habe ich noch. Ach komm, auf Risiko. Auf Risiko! Yes! Aber ich muss eh einen Trank nehmen, dann sterbe ich. Ja. Oh, guck mal, was ich machen kann. Auch so eine fiese Geschichte. Im Kampf stellt der Trank weniger her als im normalen Spiel. Also so auf der Weltkarte. Gemein, sage ich. Ich sage immer gemein. So, jetzt klicke ich mal hier auf diese lustige Blume. What? Felduntersuchen führt dazu, dass ich auf dem gleichen Feld nochmal gegen Gegner kämpfe? Top. Me gusta. Das passiert dir nicht nochmal. Nee, ich glaube auch nicht. Außer du musst halt echt einfach stumpf grinden, ne? Jetzt hätten die mich fast gekillt. Oh nein, man kriegt Blumen! Blumen! Kommel, Blumen! Ich setz mich ab, ich gehe in Ruhestand, ist vorbei, ich habe 4 Blumen.
Geil. Top. Was machst du mit den Blumen? Ich denke, die stecke ich mir ins Haar. Alle vier gleichzeitig. Man gönnt sich ja sonst nichts. Dödö. Erst nochmal schlafen gehen. Komm her. Speichern. Meine Nahrungsmittelvorräte gehen zur Neige, um es mal mit den Worten von Dings zu sagen. Wie heißt es? Stronghold. Na, hat nichts schreibt. Ich habe damals Neverwinter. Was? Mehr Raum? Euer Volk braucht Bier. Nein. Euer Volk fordert Bier oder so, ne? Alu-mäßig. Ja, gab's auch. Ich habe damals Neverwinter Nights, als der Linux-Client rauskam, gesuchtet. Jahre später habe ich es mal unter Win probiert und war überrascht, dass da sogar Cutscenes drin sind. Ja, gut. Ein altbekanntes Problem. Das ist ja eine Burg. Habe ich die eben schon gesehen? Warum sehe ich die? Ich will in die Burg. Mein Leben hat endlich einen Sinn. Aber erst will ich dieses Vieh killen. Einmal nur. Ich will ja nicht viel. Nur einmal gewinnen. Komm schon, du Affe. Yes! Level up! Schon wieder? Ich würde ja jetzt aufstehen und ein Tänzchen wagen, aber ich trage leider kein Bluetooth-Headset. Bitte auch nur mit Kamera. Ja. So, erstmal wieder nach Hause gehen und schlafen. Direkt speichern. Absolut. So, wir kriegen man kann doch bestimmt irgendwie Magie benutzen. Oh ja. Ja, aber du konntest, bislang war da nur der Kampf irgendwie, ne? Ja, weil ich habe ja auch, vielleicht nicht mal die rechte Maustaste benutzt. Ich werde gleich mal ganz verrucht die rechte Maustaste benutzen, weil ich habe ja auch hier oben Mana 25. So, Mana. Ich versuche mich nochmal an dem Questgegner. Geil. Aber ich bewege mich zumindest mal auf den Questgegner zu. Ich meine, immerhin habe ich ja jetzt Level 3, das muss ja auch was wert sein. Aber erst suche ich nach Blumen. Ich habe nicht einen Trank mehr. Nee, das mache ich nicht. 6 Blumen. 6 an der Zahl Blumen. So, nochmal einkaufen gehen. Nee, natürlich erstmal schlafen, weil wegen wichtig. Nahrung hole ich mal ein bisschen mehr. 85 Gold immerhin wieder. Das ist mehr, als wir jemals hatten. Und ganz viele. Da steht immer plus 10. Ich will nicht plus 10. Ich würde gerne einfach... Ich kann... So viel habe ich nicht. Ich kann nur... Ach, wie blöd. 4, 5, 6. Was kann ich denn verkaufen? Blumen? Bringen die was? Gewinn 2. Gewinn 20. Klar, weg. Die guten Blumen. Boah, gleich... Nicht jetzt, aber gleich kaufe ich mir bessere Ausrüstung. Und ich glaube, dann ist das Spiel nämlich auch gleich... Vielleicht ist es auch wie Don't Starve. Du kannst ja einen kleinen Hüter draus basteln und bist dann geschützt gegen allerlei... Föhlefanzerei. Kopfkrankheit. Kopfkrankheit, finde ich gut. Don't Starve, zu meiner Schande, auch noch nie gespielt. Oh. Obwohl hoch gefeiert. Wobei ich sagen muss, da habe ich sogar mal Let's Plays zugesehen. Ich habe irgendwas ich geschafft. Ich habe mit meiner Frau gespielt, also von daher, das ist schon etwas. Don't Starve Together in dem Fall. Ja. Ah. Ich kann nicht hier runtergehen. Nee, das muss ich annehmen, alles klar. Jetzt suche ich hier noch nach blauen Blumen, weil die scheinbar viel besser sind als der Rest. Blaue Blumen können alles. War das knapp. Wie ein Boss. Dem Tod entglitten. Yes! Blaue Blumen! Ein Tränklein in Ehren werde ich jetzt nicht verwehren. Kann ich die blauen Blumen benutzen? Was tun die? Blaue Blume. Nichts. Sehr gut. Sie leuchtet blau, quasi. So, hier gibt's Char-Statistik. Da kann man zumindest mal sehen, was der... Also Angriff 1 bis 9, Rüstung 0... Das kann ich nicht deuten und hier gibt es auch kein Fragezeichen, oder siehst du eins? Aber hier gibt es die XP und den Level. Immerhin. Das ist Übersicht, ja. Es kann ja wohl nicht sein, dass bei diesem großartigen Spiel uns die Zuschauer flöten gehen. Was soll das denn? Kommt gefälligst zurück, ihr. Ja, leckt 6 Leute. Ja. Die halten schon sehr tapfer durch. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Okay, was ist das? Suchen. Quests, ah ja klar, natürlich, was ist das? Ach, kann ich draufklicken, das ist einfach nur
Bilder. Exploration. Okay. Schlüssel. Minimaler Angriff. Maximaler Angriff. Also, das Spiel ist alles, aber nicht selbsterklärend. Erhöht die Zauberkraft. Jetzt muss ich da auf den Bildschirm klicken. Manno, kleinen Moment, der Kommel lenkt mich ab. Ein Tab. Ja klar, ist das Neverwinter. Hätte ich auch sagen können. Glaube ich zumindest. Doch, das ist im Gefängnis, glaube ich sogar. Ja. Oh, die deutsche Synchro von dem Gefängnis. Ganz schlimm, ganz schlimm. Jetzt will ich ein bisschen Spaß. Das ist noch in meiner Hirnrinde eingebrannt, weil das einfach alle paar Sekunden immer wieder kam. So. Oh, das Wasser. Abenteuer. Ach, ich kann da nicht hin. Schade. Dann erstmal zurück in den Ort. Das war knapp. So. Dann 112 auf dem Konto. Da wir keinerlei Verteidigung haben. Ah, komm, nee, dann warten wir nochmal kurz und kaufen gleich für 150, bevor wir jetzt den Billigkram, Plunzenzeug da holen. Gehen wir nochmal hier rüber. Alter, wollt ihr mich natzen? Was soll das denn jetzt? Ja, dann sterbe ich halt. Was soll das denn? Komm, will die ärgern mich. Ja, du bist aber eigentlich der große Krieger. Und schon wieder hin. Das ist unglaublich. Natürlich! 150, Mann, so lange kann das doch nicht dauern. Also es ist so ein richtiges RIP-Headphone-Users-Spiel. So, und jetzt hier, bam, natürlich, zack. Jetzt will ich meine krassen Skills nochmal angucken. Wo ging denn das? War das hier? Nee. Da? Nee. Moment, muss ich das nicht auch irgendwie jetzt abgeben, diese Suche? Ich will diese Suche haben. Gib mir einfach alles. Wird schon gehen. Aha. Ach genau, in meiner Satteltasche sind meine Stats. Genau, so war das. Das verstehe ich nicht. Da kannst du doch irgendwelche Sachen noch reinlegen. Muss ich mir das jetzt noch anziehen, die Klamotte, die ich mir... Ah, guck mal an. Equipped. Alles klar. Und jetzt? Ha, zwei Verteidigung. Die Welt liegt mir zu Füßen. Kniet nieder vor eurem Gott. So, okay. Dann mal gucken, was das in der Realität so bringt. Alter. Kommen sie auch einfach zu zweit, ne? Ja, komm. Habe ich jetzt meine Weste noch? Ich entwickle ja schon so ein bisschen Ehrgeiz gerade, ne? Zwei habe ich noch, okay. Muss ich an der Stelle auch einfach mal so sagen. Ey. Was ist denn das hier? Ich denke, ich habe mir eine Weste geholt. Ich krieg nicht mal ein Vieh platt. Ich bin schockiert und auch in gewisser Weise erregt. Ja, das ist halt das. Das war das, was ich bei dem vorigen Spiel kritisiert habe, ne? Nicht zu sterben. Das tust du jetzt ja hier am laufenden Band. Ja, ja, das ist quasi auch so. Das ist so quasi eine kleine Geste an dich. Einfach, um dich ein bisschen glücklich zu machen auch. Damit du nicht sagst, was ein scheiß Abend. Heilen? Wenigstens tun die Heiltränke das, was es sollen. Hier, das Vieh verreckt nicht. Was ist denn das? What the fuck? Das ist so ein Bug. Kannst mir erzählen, was du willst. ja. Ich weiß nicht, wie lange wollen wir das denn noch? Ich glaube... Der Ersteindruck ist absolut gelungen. Aber ich muss sagen, es sind immer noch 7 Zuschauer. Sehr tapfer. Alle. Sehr, sehr tapfer, ja. Es war mir eine Ehre, euch durch dieses
Vielleicht, wer würde sich das denn jetzt kaufen? Ja, Oder also wer findet es tatsächlich gut? das muss man halt auch Kann echt, ja. ja klar, muss man halt auch dabei sagen, es ist jetzt nicht irgendwie eine Freeware, die da vertrieben wird, sondern das Spiel hat einen Preis. Elcom Radinho, hast du den gerade auf dem Schirm? Ja, 4,99 €. Dafür ist Expo Quest 1 kostenlos. Das sieht eigentlich Ja. auch genauso aus. Lass uns das auch mal machen. Wir programmieren einfach ein Spiel und machen zwei draus und eins verkaufen wir. Nennen es den zweiten Teil und den ersten machen wir Ich umsonst. meine, jetzt hier mit White Online ist es ja ähnlich passiert, ne? Das ist, ich meine, so richtig auf den ersten Blick, die Spiele sind nicht wirklich großartig unterschiedlich. Ja. Also, resümiere ich mal kurz. Jetzt habe ich natürlich immer so eine grundpositive Einstellung, die suche ich gerade. Für Genre-Fans und Roguelike-Heronen, wobei ist es ja eigentlich gar nicht, man kann ja speichern mittendrin, vielleicht sogar eine kurzweilige Beschäftigung, wenn man auf Schmerzen steht. Also, ich Ja, so weiß richtig für Hardcore-RPG-Spieler ist das auch nicht so nicht. richtig, ne? Nee, es wirkt so ein bisschen unfertig, sage ich mal. Also, Ach. selbst wenn man über die Grafik, die ich vermute jetzt einfach mal nicht zusammengeklaut ist, sondern halt wegen mir selbst gemacht ist oder so, was den Stil erklären könnte. Das Wasser sieht übrigens aus wie Dachziegel. Selbst wenn man darüber Richtig, das ist hinweg wahrscheinlich so ist, ein. hm? Wahrscheinlich so ein fertiges Ja, kann natürlich auch gekauftes. sein. Ja, genau, also die Grafik, ich meine, es gibt ja diese Java-Spiele 3089 zum Beispiel oder 4000 irgendwas. Die sind grafisch interessant, aber immer noch ansehnlich und da ist aber inhaltlich halt ganz, ganz viel. So, Ja. ne, das muss das schon irgendwie wieder wettmachen, so. Also, ja, genau, das ist der Punkt. Also, es ist halt, Hartnix schreibt auch schon, unfertig, schräg, schräg, lieblos. Es ist ganz direkt ausgesprochen, es sieht nicht nur komisch aus, es spielt sich halt auch komisch. Also, das Gameplay reißt die Optik nicht raus und die Tonuntermalung ist halt auch eher so. Nee. Wie gesagt, das mit den Critical Hit und dreifache Lautstärke aufs Ohr nervt irgendwann dann doch, quasi beim ersten Mal schon. Ja, nee. Nee. Also, man hat es jetzt gesehen und wer meint, doch, das gebe ich mir jetzt, dann mache ich jetzt Level 100 mit und hole mir alle. Gibt's eigentlich hier, gibt's Achievements in dem Spiel? Oder Karten oder so ein Quatsch? Das wäre der Hammer. Ja. Aber ich glaube Ich bin nicht. immer noch bei Expo Quest 1. Moment. Ich kann ja derweil nochmal, was mit dem Bild nicht so Nee. steht, doch Aber doch nochmal. Errungenschaften. Es gibt Leck bestimmt mich am. Was denn? Errungenschaften. Sterben in den ersten 3 Minuten? Sterben beim ersten Gegner, dann habe ich dir ja Die schon. Errungenschaften sind auch so geil gezeichnet. Super. Ey, leg mal los. Klopp mal raus. Es haben sogar 9% der Spieler, die das Spiel beendet. Wie beendet? Ich denke, das ist Also Open World. fertig gespielt. Hier stimmt irgendwas nicht. Sag mal, Es haben auch einige ah. Level 40 erreicht, also Meldrian. Ihr Du Elkommel. scheinst da aber einfach nicht. Dieses Ding hier, das ist meine Waffe und die ist kaputt. Das ist nämlich jetzt bei null und jetzt kriege ich hier nichts mehr. Dann musst du zaubern. Ich kann doch nicht zaubern, oder Ja, doch rechts? rechts hat die Schneeflocke. Kann Ja, natürlich aber auch da kann was ich sein. draufklicken, da passiert aber überhaupt nichts. Das sind, glaube ich, nur die Stats hier. So. Aber wie kriege ich da jetzt meine Waffe wieder ganz? Das muss doch auch irgendwie gehen. Oder muss ich mir jetzt echt eine neue kaufen? Ich habe doch gar kein Gold. Habe ich mir jetzt einen Deadlock gebaut oder was? Ich bin Tja. verwirrt. Ja, also schwer verwirrt und ich möchte sagen leicht traumatisiert. Beenden wir das dann jetzt auch? War Noch eine interessant. kurze Sache am Schluss. Ja, bitte. Der hat nix, spielt gleich Duskers. Kenne ich bislang auch noch nicht.
Es sind ja auch einfach so viele Spiele, das kann man eigentlich irgendwie gar nicht mehr alles erfassen, was jetzt neu rauskommt, so alles. Ja, der hat nichts gespielt, Kann hat sich einfach dann nur. alles. Ist ja wie Pay-TV bei dem. Da ist ja jeden Tag was anderes. Besser als Ja. Alien heißt es. Better Alien Game than the official Alien Game. Oh, schwierig, schwierig. Das sind natürlich hohe Maßstäbe dann auch, ne? Jetzt mit Alien Game ist das gemeint, was wir auch hatten, hier 3D und alles und Scary und der neue Shit? Alien Isolation. Vermute Wow. ich, dass das damit gemeint ist, aber es sieht doch ein bisschen anders aus. Aber das sehen wir ja gleich beim Hubnix genauer. Und ich kann mal eben den Link nochmal. Ja, das ist der Twitter-Link. Tavita. Tavita. Das ist einfach hier bei Twitch mit dem Hubnix. So. Dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich da wieder. Ja, wir machen hier erstmal einen Kanal zu. Schön, Ja. dass dann doch zwei, drei Leute durchgehalten haben. Vor allem jetzt in der zweiten Stunde. Und so viel zum Thema Kurateur-Wochenende. Ja, Hätten wir wunderbar. das Wir abgefrühstückt. machen die noch fertig, die Kuratoreinträge. Und dann geht's weiter. So sieht's aus. Also dann, Kinders, bis zum nächsten Mal. Macht das gut. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. El Konrad. El Medrian. Habe die Ehre. Bis dann. Tschüss.